Mit festem Handschlag begrüßten sich Joe Biden und Wladimir Putin bei ihrem ersten gemeinsamen Treffen seit Amtsantritt des US-Präsidenten Anfang des Jahres. Ebenso sachlich, direkt und konstruktiv seien auch die Gespräche am Genfer See verlaufen, hieß es in den nachfolgenden Pressebriefings. 3 Stunden und 21 Minuten dauerte der Gipfel der ersten Annäherung, weniger als erwartet, in guter Atmosphäre, aber ohne bahnbrechende Entscheidungen. Neue Gespräche zur Rüstungskontrolle wolle man führen und sich einander wieder Botschafter schicken. Gesamt betrachtet habe es keine Feindseligkeit gegeben, so Putin. Im Gegenteil, das Treffen habe stattgefunden. Prinzipiell unterschieden sich die Positionen in vielen Bereichen, aber aus seiner Sicht hätten beide Seiten die Bereitschaft gezeigt, einander zu verstehen und Wege zu finden, sich anzunähern. Vorsichtige Entspannungssignale also, aber auch Differenzen, etwa bei den Themen Ukraine-Konflikt und Menschenrechtsverletzungen in Russland. Dabei sprach Biden auch den Fall des Kreml-Kritikers Nawalny an. Another area we spent a great deal of time on was cyber. Ein weiterer Bereich, auf den man viel Zeit verwendet habe, sei Cybersicherheit gewesen. Er habe über den Vorschlag gesprochen, dass bestimmte kritische Infrastrukturen für Angriffe tabu sein sollten, sei es durch Cyberangriffe oder andere Mittel. Er habe eine Liste mit 16 spezifischen Einrichtungen überreicht, vom Energiesektor bis zur Wasserversorgung. Beide Präsidenten betonten, in den nächsten Monaten müsse sich zeigen, ob der strategische Dialog Früchte tragen werde.